Neuer Shop ist da in knappen 20 Sekunden und davor noch eine sehr, sehr wichtige Info, denn heute wird um 3 Uhr die Uhr zurückgestellt auf 2 Uhr, das heißt, der nächste Shop wird dann um 1 Uhr kommen. Also der Shop ist jetzt immer eine Stunde früher da wegen der Zeitumstellung. Das wollte ich auf jeden Fall noch ganz schnell gesagt haben und jetzt schauen wir mal, was dann so in den Shop reinkommt. Die letzten Tage gab es ja immer was Neues und mal gucken, ob da heute auch wieder was Neues am Start ist. Und ja, Kürbiskiller und Schädelspalter. Also mittlerweile kann man echt davon ausgehen, dass sie jeden Tag was Neues reinhauen und das finde ich schon wirklich sehr, sehr nice. Schauen wir uns auch direkt mal an. Kürbiskiller. Okay, wie man sieht natürlich im Skelett-Look. Sieht eigentlich sogar ganz nice aus. Also einfach so ein Kürbiskopf im Skelett-Look. Okay, mit einer passenden Hacke dazu. Interessant gemacht. 800 und 500, also beides sehr, sehr günstige Sachen. Ist ein Community-Konzept. Also wurde das hier von Spielern designt und ins Spiel gebracht. Das ist ganz nice. Daneben gibt es hier das Paket mit der Nadia und dem Schneeschrei. Das sind ja auch beide Skins, die von Spielern entwickelt wurden, kann man so sagen. Echt ganz nice gemacht. Darunter die täglichen Sachen auch schon. Also sieht gar nicht mehr so aus, als wäre hier so viel am Start. Aber wenn ich gerade mal so links schaue, dann sieht das schon wirklich viel aus. Naja, auf jeden Fall Aktienkurs nochmal zurück. Die Paar-Patrouille auch nochmal am Start. Saxophonisch, das war ganz nice. Und ansonsten gibt es hier noch Schlendern. Und das echt heiße Mode. Okay, und ich könnte mir denken, dass unten jetzt halt alles an Halloween-Sachen nochmal zurück ist. Aber ich würde sagen, wir gucken mal. Und die sehen wir schon. Die ganzen Halloween-Superhelden-Skins. Die ganzen Pakete dazu. Konzept Royal-Gewinner. Okay, die Sachen sind auch nochmal am Start. Das wahre Angstpaket. Okay, das kam mir alles letztens rein. Ich denke mir, jetzt werden alle Halloween-Sachen am Start sein, weil ja auch bald Halloween ist. Ist ja am 31. also morgen schon. Und wie wir sehen, sind dann hier die ganzen Halloween-Sachen, die letzten Tage und Wochen am Start waren, jetzt hier auch wieder alle im Shop auf einmal. Also wirklich verdammt viel Zeug. Auch hier, wie wir sehen, Schädelschuber nochmal zurück. Also alle Sachen sind dann jetzt am Start, die was mit Halloween zu tun haben. Das ist ganz nice. Also kann man sagen, oben neuer Skin, neue Hacke. So wie die letzten Tage, also heute auch wieder was Neues, finde ich ganz nice. Und unten halt die ganzen Halloween-Sachen, weil ja morgen auch Halloween ist. Also echt nicer Shop.